Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Glaze, diesmal mit Facecam. Und wir werden heute den Champ herausfordern. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es aussieht. Ja, das Team ist voll geheilt. Ich war gerade eben noch am Super Mario Odyssey aufnehmen für den 3. März. Aufnahme hatte ich nach 20 Minuten automatisch beendet. Ich liebe meine Kamera, wie die rumspackt. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall zu Blake. Okay. Der Kampf geht noch nicht direkt los. So, da ist Blake mit seinem Darkrai. I knew that one day I'd finally get to see you walk up 2 steps and challenge me. I know you're strong, but I don't know which of us is stronger. It's time for us to finally battle and find out. Ja, mit der geilen, was ist das? Ist das Blake? Warum hat er lange Haare? Wusste ich gar nicht. Naja, er beginnt mit Relaxo, okay. Da war Lucario ja ganz so scheiße zum Start. Aurasphäre. Bäm. So, wie viel Schaden macht das? Ich denke nicht, das killt. Ja, war klar. Weil ihr seht schon, Level 55 startet der. Und Alter, jetzt bekomme ich da schon wieder Benachrichtigungen. Discord. Naja, ich brauche die Aurasphäre noch für Darkrai. Deswegen versuche ich nicht so oft mit Aurasphäre zu kämpfen. Versuche, wenn die Möglichkeit da ist, zu anderen Pokémon zu wechseln. Bei Relaxo war das jetzt eher schwer. Aber bei Weavile zum Beispiel, da kann ich auch ruhig Lockerzocker einsetzen, ne? Mit seinem Eisenschweif. Okay. Stibuna. Warum hat das Stibuna gegen einen Lucario eingesetzt? So, deswegen Low Kick. Aber das killt nicht. Ja, okay, killt nicht, wusste ich doch. Und das Ding geht jetzt sterben. Und Scheiß auf Eisenschweif ist immer verletzt gewesen bis jetzt. Hat das jemand. Okay, einmal hat es, glaube ich, daneben geschlagen. Das war auch am Anfang. Ich werde trotzdem gern Steinhagel auf Lockerzocker, ne? Hunchcrow. Hunchcrow, da können wir ja Tonukto einsetzen. Obwohl es eigentlich ein Frostidius ist. Okay, das Ding könnten wir mit Unisch-Attacken und mit Hitzewelle geflasht werden, aber ich denke, dass ich schneller bin und ihm kille. Eisstrahl. Diese Nackenschmerzen. Habe ich jetzt bald eine halbe Woche. Ne, bald eine Woche sogar. Ja doch, in 3 Tagen ist es eine Woche. So, Level 58. Oh, Darkrai kommt sogar schon. Okay, Darkrai ist auf Level 57. Wie ich schon gesehen habe. Ursprünglich wollte ich meine Pokémon nur auf 55 trainieren und Lucario nur auf Level 57. Und dann habe ich aus Versehen Säulebonbon auf Dings eingesetzt, auf Frostedia und ja, habe ich dann alle so hochgelevelt. Shadow Ball. Ich hätte gedacht, dass er da diese Schlafattacke macht, ne? Die nur Darkrai kann. Muss ich hier immer meine Brille richtig machen. Aurasphäre. One-Hit-KO! Alter, ich hätte gedacht, dass das ein Two-Hit wird. Und, kommst du mir nur so vor, oder, ist das mit der Facecam hier ein bisschen asynchron? Hundemon, ja, so hier werden alle Allstars ausgepackt. Osman! Ne? Nur zwei haben es, glaube ich, waren, glaube ich, nur nicht im Kampf und das waren Gewaldru und Zoroark. Der hat aber auch nur noch 2 Pokémon und Hundemon ist eins davon. Hundemon haben wir doch, glaube ich, auch bei einem der Top 4 gesehen, oder? Naja, auf jeden Fall bin ich froh, dass ich noch einen Erdbeben-AP habe. Beziehungsweise 3 sogar. Ah, der Crit. Das macht echt eine Menge. Special Defense. Stimmt, hier war das ja noch speziell. Yay. Alter, was krieg ich? Alter, schon wieder Discord. Champion Umbreon. Ohne Scheiße, ich will, dass jedes Pokémon einmal eingesetzt wird. Naja, okay. Bei dem Kampf hätte ich nur sehr schwer Zoroark einsetzen können, ne? Aber ich hätte den auch eingesetzt, sicher. Und ich will jetzt keine dritte Runde mit Lucario machen. Erdbeben.
Da schauen wir dem ernsthaften 5 Minuten. Taunt. Drachenklaue, wie viel macht das? Oh mein Gott, macht das wenig. Leaf Blade. 1, 2 und 3. Ich mag die Animation von Laubklinge, ne? Okay, das war ein Crit, aber trotzdem krasser Schaden. Ja, geil, Mondlicht. Muss ich erstmal an Tales of Vesperia denken. Bis nach Tag kann man nicht mehr viel anhaben. Okay, wisst ihr was? Ich gehe auf Lucario. Ich habe da keinen Bock drauf. Auf diesen Mist mit Mondlicht. Ich habe ja noch genug Aura Sphäre AP. War so rock, der letzte, der nicht eingesetzt wurde. Tut mir leid für ihn, aber wenn der Champ auch nur aus Unlicht-Pokémon besteht plus Relaxo, ne? Mean Look. Wow, ich werde jetzt auch voll frisch. Okay, habe ich sogar eine Nachricht auf Twitter erhalten. Ich wollte nicht auf Extreme Speed. Sehe aber, wie viel macht. Boah, wenig. Taunt. Was bringt Verhöhner nochmal? Dass man nicht zweimal hintereinander denselben Move einsetzen kann oder so? Keine Ahnung. Und es ist tot. Puh, wir haben es geschafft, Alter. Darauf erstmal einen Schluck Sprudel. Champion Blake wurde besiegt. I know how to take a loss with pride and respect. However, I'm even happier than I get to crown a new champion green. Troy das nicht auch so in etwa gesagt, in Rubin und Saphir? Oder auch Omega Rubin, Alpha Saphir und Spark? Keine Ahnung, ich habe jetzt gerade die erste Textbook weggelöst, aber irgendwas mit Congratulations to you. You did extremely well, much better than I could hope for. However, my reign as champion is over. If you're going to continue traveling, that means the league is without a champion. So the next person to enter that door is the new champion of Tunert. I'm ready to take you down, champion. Get ready to crown a new king of Tunert. Because it's me. Als ob der! Oh, grün! Beat me here. I can wait my turn, I guess. May I ask your name, challenger? My name's Percy, and this is my beloved partner, Quilava. You must be Blake, the champion, correct? Ex-Champion, my friend. You are the real champion. But how? Grün beat me just before. You arrived, and since Grün forfeit duties as champion, that means the next person to beat the Elite Four is the next champion, Percy. You are the new champion of Tunert. But first, we must register you in the Hall of Fame, Grün. Follow me. Da ist... Vor allem, der hat ein Quilava! Noch nicht mal Typhlosion und er ist Meister. This is the Hall of Fame, where the champions of the Tunert League are recorded. Yeah. Place your Pokémon here, so we can record the party you've walked with to get this far. Ja, meine Sie. Kriege ich schon wieder Naschen über Discord, Alter. Wow. Das waren ja lange Credits. Oh mein Gott. Will, congrats! I knew you'd become champion after all. Albeit unofficially. But people still consider you a champion anyway. Listen, my good friend, Professor Oak and his student just flew from the Johto region and I think you'd benefit from meeting them. You can probably find them at the Southerly City Airport if you want to go look for them. In the meantime, I have experiments to run. Goodbye and congrats. Klar. Ja, darf ich erstmal meinen Flugstab holen, Alter. Ich hoffe, hier ist irgendwo ein PC. Also, keine Ahnung, was ich mir im Rest des Parts machen werde. Höchstwahrscheinlich noch irgendwelche Sachen.
Walter, sag mir jetzt nicht, dass ich in die nächste Stadt muss, nur damit ich, zum Pokémon PC kann. Kein Flugpunkt in meiner scheiß Party. War das der Schaden so gespeichert oder wurde ich geheilt? Nee, ich wurde natürlich nicht geheilt. Es gab ja noch nicht mal Credits. Ja, weil es noch lange nicht vorbei ist. So, machen wir halt so mit Facecam weiter. Keine Ahnung, ob ihr wollt, dass ich den Rest des LPs auch so mit Greenscreen mache. Ganz sicher Greenscreen. Facecam. Greenscreen, Alter. Stimmt, als ob ich sowas besitze. So, hier ist ein Pokémon Center, kann ich ja kurz Fliegen einsetzen. Ich kann kurz eine Red Bull trinken. Dann bekomme ich ja Flügel. Move Pokémon. So. Ja, lange nicht mehr gesehen, Orkanvieh. Zoroark. Zoroark ist halt einfach nutzlos in meinem Team mit seinem Moveset. Es tut mir auch leid, Zoroark. Ich würde echt liebend gerne haben, dass du mal nützlicher fürs Team bist, aber ohne Finsaurer oder Flammenwurf oder so geht das nur schwer. Wo war der Airport nochmal? Ne, ohne Scheiß, wo war denn der? Das ist ein Safari City? Colo Isle, New Island. Da haben diese ganzen kleinen Inseln hier auf der Karte auch noch Namen. Jo, also die Karte, die ist echt groß, muss ich sagen. Das war hier, glaube ich. Oder war das hier mit dem Aeroport? Auf jeden Fall in der Stadt. Na, ja, das war hier. Geh schnell Zoroark wieder aus der Box holen. Ja, ist zwar ein bisschen nervig, aber ich mach's. So. Someone's PC. Ich sehe das halt jetzt nicht wegen der Facecam. Die verdecken hier alles. Ne, mit Mobilen, da sieht man das ja auch. Wir werden auch in den nächsten Parts off the story shit machen. So legendäre Pokémon und so. Keine Ahnung, ich habe irgendwie Bock, den Pokédex zu vervollständigen. So, Professor Eich, der soll hier. Warum habe ich eigentlich meine Pokémon nicht gesteppt? Ne, weil tut mir leid, dass ich immer so mache. Ja, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Reflex, dass ich diese Nackenschmerzen habe. Ja, ist ein schwieriges Wort, ne? Würde Don Tello jetzt sagen. Das ist aber auch echt so ein Meme geworden, ne? So ein DKC Tropical Freeze LP. Alter, jetzt ist Twitter. Jetzt hat dummer Bock mit mir irgendwas getwittert. So, warte. Oh, Christa ist die Assistentin. Eich sieht jünger aus als sonst, oder? Ah, you must be grün, correct? My name is Professor Oak. Oak. Nicht Oak. Expert on everything Pokémon. Ja, außer den ganzen Körper von Dictree. And of course, this is my wonderful student, Chris. I decided to bring her alone. Ja, also Christa. To see the Tunot region. Tell me, grün. Is it true that Espion live in the nearby forest? Oh, I must go and see that. Goodbye, Grün. All that Professor Oak always on the run. Anyway, my name is Chris. It's an absolute pleasure to meet you, champion of Tunot, eh? I have an idea. How about you travel to the Johto region? I'm sure you'd love it as much as I do. Ja, danke. Plane ticket. If you present that ticket to the nice man near the runway, he'll take you right onto Johto. Take care. Ich will die zwei aber jetzt erstmal irgendwie folgen, stalken. Repels War Effect War Off. Ich will gar nicht in die Pokémon rein.
Ja, aber wenn dann so Pokémon fangen und so, mache ich dann offscreen. Wisst ihr was, wir gehen jetzt erstmal nach Johto. So, schon mal so aktivieren, dass wir nach Johto können. So. I see you have the plane ticket. Would you like to fly to the Johto region? Ja, bitte. Of course, let's fly. Wobei, ich hoffe, man kann auch zwischen den zwei Regionen dann später mit dem Pokémon fliegen. Wow, was für Animationen. Oh mein, krass. Wo sind wir jetzt eigentlich in Johto? Guide Gent. Welcome to the Johto region, traveler. I'm the guide, Gent. And it's my job to direct new trainers to where they need to begin their journey. We want to start off by getting a starter Pokémon from Prof. Elm. Just head that way out of the new bug. Don't you try to route 30 beforehand. Ich soll nach da, Junge, das ist ein, bist du eigentlich dumm? Das sind Autos davor. Autos. Bäume. So, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Und was ist das? Deportation System ist offline. Deportation System? What? Was habe ich verpasst? Das müsste Route 1 sein. Sicher fürs Kunstrad. Ich wette, hier gibt es die Route 1 Pokémon von Johto. Na, es ist jetzt nicht dasselbe Johto wie ein Liquid Crystal, würde ich sagen. Achso, nein, es gibt nicht die Route 1 Pokémon, okay. Wir sollen uns einen Starter von Professor Dingenskirchen holen. Wie hieß er nochmal im Deutschen? Birk? Ne, Birk war der aus Höhen. I'm giving beginners a taste of what being a trainer is about. Junge, ich bin der Champion der Tunot-Region. Du kommst mir mit Scrafty, Alter. Pokémon, die ich schon Tunot gesehen habe, Bruder. Und dieses Pokémon hat einen fucking Darkrai gekillt. Mhm. Alter. Das Crafty schon wieder. Ne, bleib ich drin. Ich mag mal einen starken Starter, Lucario. Das ist ein schwieriges Wort, ne? So, ich frage mich, welchen Starter wir... Gibt es eigentlich irgendeinen Weg, eine 3 zu bekommen? Weil Trades gibt es ja gar nicht, ne? Wie kriegt man dann die Starter, da die anderen, die so Auswahl standen am vorhin, ne? In Part 1, ne? Wenn ja die Auswahl zwischen Riolu, Shino zu den drei Sinnoh-Startern. Wie kriegt man den Rest? Jetzt muss ja möglich sein, den Pokédex zu vervollständigen. Alter, Schelle schon wieder. Ist das der Rival aus Gold und Silber? Look who's there. Ja, keine Ahnung, ich habe gerade den Text übersprungen. The Silver, one of the best battlers in the Johto region. He even went on his own journey a few years ago, right? It's nice to meet you. Don't mind Shell, she's mostly just jealous because you and Percy got to be champion while she didn't. That was a leak. Calling. They need me to get back to my gym to face a goodbye, Grin, and take care of yourself, little sister. Warte, das ist die kleine Schwester? Und Silver ist Arena-Leiter. Krass. Isn't my bro something? It was because of his travels that I decided to travel on my own in Tunot, after all. Well, I guess you'll be getting your starter. I remember when I chose Chikorita as mine. You'd better not choose Chikorita, also char around, Slowpoke. Ey, wenigstens hab ich den Starter bekommen. You must be green, correct? Ja. Okay. Nächstes ist ein PC-Sammler. Boah. Ich würde sagen, Zorak. Mal kurz Platz. Ich sag das Zoroark, mach mal kurz Platz. Jetzt auch einfach auf Deposit-Pokémon gehen können. Das
The shiny Pokeball, which Pokemon does it contain? So, Professor Royal. Ja, das hast du mir doch schon gesagt. Even though you're already an experienced trainer, I'll offer you one of my starter Pokemon. Go ahead and I have more for... Okay. This is a Pokemon contains a Pokemon Cyndaquil. Ja, ich nehme Cyndaquil. Tornupto Fanboy 13. Ich nenne ihn Fernando. Tornupto Fanboy 13 ist nämlich schon vergeben. You choose Cyndaquil, an excellent choice, must say. If you're looking for the best place to start, I'd head to Violet City and change the gym there. Just head north out of Cherry Grove and you'll make it in no time. Good luck, Grün. Mm-hmm. Was soll die langsame Alabaster-Musik? Keine Ahnung. Pitch it. Cool. Das ist es wenigstens nicht so wie ein so seltsam wie ein Joto, wo man einfach nur Kanto Copy Paste gemacht hat und dann teilweise auf den Routen richtig schwache Pokémon hat, ne? Komm, als ob. So bis hier durch das Gras auch muss. Radikal. Ich glaube, das sind auch alles Pokémon, die man nicht in Tunot bekommen konnte, ne? In der Tunot-Region. Das gehört auch zum Teleportation System. Warum springe ich hier runter, Stepp? Als ob mir hier mein Pokémon begegnet, Alter. Danach könnte ich mir erst mal Zottert online, Digga. Schau weg. Aber Junge. Warum hat man eigentlich so viele Soundtracks aus Höhen übernommen? Hier ist jetzt wieder eine neue. Ich wollte genau in dich nicht reinrennen. Genau dich wollte ich nicht reinrennen. Du Streber oder du Youngster Mario. Akani. Da was laufen hier Teenager mit Akani rum? Du bist ein kleines Kind und du läufst mit einem Lucario rum. Unglaublich, diese Jugend. Ich sollte Fernando vielleicht wieder auf dem Team packen. Ah ja, mache ich dann in Viola City. Ne, jetzt eine vertraute Region. Hatten wir ja auch erst vor einem Jahr in Liquid Crystal. Wollte, dass sie hier leicht anders sein wird. Safe. Ne? Man hat hier nicht die aus Liquid Crystal übernommen. Und es killt. Ja, es killt. Es killt. Irgendwie ungewohnt so mit Facecam, ne? Ist ja auch nichts, was ich oft mache. Aprikokus? Oh, wilde Pokémon. Schon wieder ein Tauboss. Geht mir so langsam auf den Sack. Vor allem, warum seid ihr nur Level 40? Owenberry, ja klar. Gab es überhaupt so Bärendinger in Tunot? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, ich könnte mir Typhlosion auch als Ersatz für Zorak schon vorstellen, aber Zorak, der ist halt ein Teammitglied, der seit von Anfang an dabei ist, ne?
Durch den haben wir auch die Krise mit Riolu überstanden, unter anderem, ne? Aber ich glaube, ich weiß, wie man auch ein legendäres Pokémon bekommt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie, in welcher Stadt, aber das ist der Tunot-Region. Ich würde gerne so. Obwohl, nein. Ich gehe wieder zurück. Ja. Ich habe nämlich gerade mein Flug-Pokémon nicht da. Ich will dich nochmal. Alter. So, warum kriege ich diese Animation immer wieder zu sehen? Excellent, you got your own starter Pokémon. Yeah, I have one last gift before you begin traveling to Jod. Badge Case. The Badge Case is for für die Johto. Dinger, ne? Schauen wir uns mal das so bei unserem Trainer gedöns an. So grün. Alter. Check out the Trainer Card. Das ist die Tuner Trainer Card, okay.